Tatsächlich denke ich, Deutschland braucht eine Frauenquote. In den letzten 20 Jahren hat sich lange nicht so viel entwickelt, wie man sich das gewünscht hätte. Wir sehen heute in den Vorstandsetagen immer noch viel zu wenig Frauen. Auch gleichzeitig gibt es viele junge Frauen, die sagen, mit einer Quote wäre ich nicht so glücklich, da fühle ich mich stigmatisiert als Quotenfrau. Ich möchte für meine Qualität beurteilt und dann auch befördert werden. Nun zeigen aber Studien, dass Stereotypen davon abhalten, Frauen in ihrer Qualität wirklich richtig einzuschätzen. Man hat also in vielen Studien festgestellt, dass gleiche Bewerbungen, gleiche Qualifikation unterschiedlich eingeschätzt werden, je nachdem, ob die Bewerbung von einer Frau kommt oder von einem Mann kommt. Und dementsprechend muss man leider konstatieren, gleiche Leistung wird nicht gleich beurteilt. Das ist der Punkt, wo Quoten helfen können. Und auch dafür gibt es sehr gute Studien. Man hat beispielsweise festgestellt in einer Studie in Indien, wo es Quoten für Politikerfrauen gab, dass die Bevölkerung die Qualität einer weiblichen Politikerin über die Jahre besser eingeschätzt hat, wenn sie Erfahrung mit weiblichen Politikerinnen gemacht haben. Also an der Stelle hat die Quote, die man damals eingeführt hat, dazu geführt, dass sich die Einschätzung, die Bereitschaft, auch Qualität anzuerkennen, wenn sie von einer Frau kommt, dass sich die verändert. Und dafür spielen Quoten eine wichtige Rolle. Es gibt dann gleich noch zwei weitere Argumente, denn in dem Maße, in dem dann Frauen wirklich darauf vertrauen können, dass ihre Qualität auch anerkannt wird, haben sie auch einen größeren Anreiz, sich um solche Positionen zu bewerben, darin überhaupt zu investieren, das heißt, in ihre Ausbildung auch zu investieren. Und zum Dritten führt es dazu, dass die Unternehmen, wenn sie wissen, sie müssen Frauen befördern, dann auch wiederum in ihre Frauen investieren, in den weiblichen Nachwuchs. Und das wird natürlich zu einer weiteren Qualifikation dieser potenziellen Führungskräfte führen. Und in dem Sinne kann eine Quote sehr viel dazu beitragen, dass sich das Bild in den Vorstandsetagen sehr verändern wird und dann vielleicht auch irgendwann sich selber überflüssig machen. Nun, die Digitalisierung beeinflusst das Arbeitsleben in zweierlei Weise. Auf der einen Seite macht es manche Jobs möglicherweise überflüssig, auf der anderen Seite kreiert es neue Jobs, schafft es neue Jobs. Denken wir mal erst an die Jobs, die davon berührt sind und vielleicht überflüssig werden. Tatsächlich ist es in der Regel nicht so, dass der ganze Job überflüssig wird, sondern bestimmte Tätigkeiten innerhalb eines Jobs. Also ein klassisches Beispiel wäre jetzt die Buchhaltung. Das wird natürlich zum Teil dann etwas anders aussehen, wenn man das digital machen kann. Aber trotzdem bleiben bestimmte Komponenten der Arbeit auch noch erhalten. Das wäre jetzt so ein Job, viel von Frauen ausgeübt, wo man Bedenken haben könnte, die werden vielleicht überflüssig. Aber am Ende wird der Job einfach nur etwas anders und muss dann möglicherweise auch höher qualifiziert werden. Also an der Stelle brauchen wir eine Nachqualifikation, eine Weiterbildung, aber dann kann man diesen Job trotzdem noch weiter ausüben. Die andere Frage ist, wie steht es um die Jobs, die neu geschaffen werden? Und da denken viele, naja, das sind ja vor allen Dingen Jobs im Programmieren und das machen Frauen nicht so gerne oder nicht so gut und dann sind Frauen vielleicht benachteiligt. An der Stelle muss man sagen, es geht ja nicht nur ums Programmieren, sondern auch ganz viel ums Designen und da sind Frauen tatsächlich auch jetzt schon sehr gut drin. Und dieses, ja, ich will es nennen Vorurteil, dass Frauen beim Programmieren nicht so gut sind, dass ihnen das keinen Spaß macht, das ist einfach nicht richtig. Wenn man sich anschaut, die Anfänge der Digitalisierung, die Anfänge überhaupt der Computer, da waren Frauen die Programmiererinnen. Warum? Weil es den Männern zu langweilig war. Die haben sich mehr mit der Hardware beschäftigt, wollten die Computer entwickeln, die Chips entwickeln und ja, das langweilige Programmieren hat man den Frauen überlassen. Das hat sich also erst im Laufe der Zeit geändert. Es gibt einige ganz berühmte und wirklich sehr wichtige Frauen in dieser Phase. Grace Hopper wäre eine solche Frau. Und was man an ihrem Beispiel sieht, ist, dass Frauen eben sehr gut darin sind, sich gleich um die Anwendung Gedanken zu machen. Also die Dinge so zu entwickeln, dass sie benutzerfreundlich sind. Sie beispielsweise war die Pionierin im Entwickeln der Programmiersprache COBOL. Eine sehr anwenderfreundliche Programmiersprache, während das vorher kaum zu gebrauchen war, was man als Programmiersprache entwickelt hatte, weil nicht besonders nutzerfreundlich. Also ich denke, hier haben Frauen ein großes Potenzial. Da gibt es wirklich etwas, wo sie sich sehr gut einbringen können. Was es aber voraussetzt, ist, dass die Frauen auch entsprechend ausgebildet werden müssen. Also dass man sie auch begeistert dafür
Und das muss in den Schulen einsetzen. Da muss es auch spezifische Kurse geben, die junge Mädchen heranführen und ihnen deutlich machen, dass das auch ihr Gebiet ist, dass das nichts ist nur für Jungs, die sich mit Computerspielen beschäftigen, wo viel passiert, was sie vielleicht nicht so interessiert, sondern dass es etwas ist, was man sich als Mädchen aneignen kann und wo man sich selber verwirklichen kann. Nun ja, man muss sehen, Frauen machen die Hälfte unserer Bevölkerung aus. Also Frauen spielen bei allen Themen eine wichtige Rolle. Speziell bei der Innovation ist es mir ein wichtiges Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wenn ich die Hälfte unseres Potenzials nicht nutze, also die Frauen, die gut ausgebildet sind, dann fehlt uns auch die Hälfte der Innovationskraft. Ich muss also all diese Talente nutzen und genau das müssen wir auch vermitteln in diesen Bereichen.